Mein Name ist Professor Lars Lehmann. Ich bin der Direktor der Klinik für Unfall- und Handchirurgie sowie Sportmedizin. Wir haben hier in dem Neubau der Vidya-Kliniken beide unfallchirurgische Kliniken des Diakonissenkrankenhauses in Rüppur sowie der Vinzentius-Kliniken zusammengefasst. Unser primärer Auftrag ist natürlich die Versorgung unfallverletzter Patienten der Region. Hierzu stehen uns verschiedene Optionen zur Verfügung, Rettungseinsatzfahrzeuge und natürlich der auf dem Dach beheimatete und von unseren anästhesiologischen Kollegen betreute Hubschrauber. Des Weiteren sind wir von der gesetzlichen Unfallversicherung für alle Formen der Arbeits- und Wegeunfälle zugelassen, sodass wir auch hier eine vollständige Versorgung der unfallverletzten Patienten gewährleisten können. Schwerpunkt unserer Klinik ist neben der Versorgung unfallverletzter Patienten insbesondere der Bereich der Schulter, des Ellenbogen und des Handgelenkes, also wir sagen den Bereich der oberen Extremität. Wir sind hier als erstes von der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie zertifiziertes deutsches Schulter- und Ellenbogenzentrum geworden. Wir sind zudem für unsere ärztlichen Kollegen eine Ausbildungsklinik für die Europäische Gesellschaft für Schulter- und Ellenbogenchirurgie und bieten hier das gesamte Spektrum der operativen und der konservativen Therapie der gesamten oberen Extremität an. Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Tätigkeit ist die Behandlung unfallverletzter älterer Personen. Hier haben wir immer das Problem, die Patienten nach einem Unfall wieder in ihr gewohntes häusliches Umfeld zurückzuführen. Hierfür können wir in unserem zertifizierten Alterstraumazentrum auf die gute Kooperation und Zusammenarbeit setzen mit der Klinik für Geriatrie, der Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie. Und auf einer speziell dafür ausgestatteten Station ist es uns hier so möglich, insbesondere das ältere Patientenkollektiv nach Unfallverletzungen ideal zu versorgen. Neben der Behandlung unserer sportverletzten Patienten haben wir ja nun auch vor, mehr Leistungs- und Funktionsdiagnostik ins Leben zu bringen und hier aufzubauen. Da muss natürlich auch das Umfeld stimmen. Wir brauchen Sportwissenschaftler und von Ihrer Seite? Ja, unsere Kollegen sind gut aufgestellt mit Sportphysio-Ausbildungen, ja, die dann sehr sportspezifisch auch die Patienten begleiten können und wirklich gucken können, was braucht jeder für seinen eventuell auch Leistungssport für den Bereich. Ja. Das betrifft ja viele, vom Breitensport bis zum Leistungssport. Ja. Entweder er ist verletzt, weiß nicht, kann er wieder anfangen mit seinem Sport. Genau. Oder er hatte eine schwere Verletzung oder auch eine Erkrankung, einen Herzinfarkt, weiß nicht, kann er wieder anfangen zu trainieren. Was macht er falsch, was macht er richtig? Und die Begleitung gibt Sicherheit dem Patienten. Ja. Auf jeden Fall nimmt die Ängste weg und die Kontrolle ist manchmal wichtig, gerade nach Herzinfarkten, ja, dass man sich nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert. Und von daher sind die gut versorgt mit unseren Möglichkeiten, die wir dann haben werden. Räume, Geräte. Und das Personal. Und das Personal. Ja. Und dann ist es ja für mich auch wichtig, nicht immer nur zu glauben, wir machen Sachen richtig, sondern wir wollen auch wissen, dass es den Patienten hinterher gut geht. Und deshalb untersuchen wir unsere Patienten regelmäßig nach und bauen sie auch gezielt in klinische Untersuchungen und in klinische Studien ein, wie zum Beispiel jetzt unsere aktuelle Studie, die auch schon wirklich gute Förderung erhalten hat zu den hinteren Schulterinstabilitäten. Ja, und für uns war es ein totaler Neueinstieg, mit einem Gerät zu arbeiten, mit einer Studie zu arbeiten. Und wir sehen große Erfolge mit den Patienten, aber eine gute Weiterentwicklung für uns selber, können das Wissen weitergeben an unsere Kollegen und Kolleginnen. Und die Patienten reisen von sehr weit an, um diese Studie durchzuführen, nehmen viel in Kauf, um hier bei uns versorgt zu werden. Und das ist ein ganz anderes Gebiet wie die klassische Therapie. Und also wir sind dankbar auch, dass wir das machen können. Ja. Das ist ja nicht selbstverständlich als Therapeut oder als Klinik, dass wir sowas also auch in dem Bereich bestens versorgt. Ja, bestens versorgt.